Hallo, heute basteln wir solche Kürbisse aus Kastanien und dafür braucht ihr einmal Kastanien, am besten welche, die schon so ein bisschen eine Kürbisform haben. Dann braucht ihr einmal Pinsel und Acrylfarbe, einmal in Weiß, in Schwarz und in Orange. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach Wackelaugen aufkleben oder ihr malt die Augen halt auf mit Schwarz und Weiß. Und ja, dann geht's los! Als erstes müsst ihr die Kastanien in Orange komplett anmalen, also dass die komplett bedeckt sind. Und das müsst ihr dann trocknen lassen. So, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch diese Stelle bei der Kastanie, also hier das, was so aussieht wie so eine Art Stiel, könnt ihr noch grün anmalen. Also hier, das wäre jetzt hier das da. Müsst ihr aber auch nicht machen, ihr könnt es auch ganz orange lassen. Aber ich male die Stelle jetzt noch grün an. Das müsst ihr aber auch nicht machen, also ihr könnt die auch einfach so lassen. Und dann könnt ihr in Weiß und Schwarz die Gesichter aufmalen. Also ihr könnt die auch nur in Schwarz machen. Und ja, am besten, also ihr könnt sie auch einfach frei zeichnen oder ihr zeichnet sie mit Bleistift ein bisschen auf. Also könnt ihr einfach mit so einem Bleistift so ein bisschen halt vorzeichnen, wie ihr das Gesicht machen wollt, oder ihr könnt auch einfach so drauf loszeichnen, also wie ihr wollt. Und dann einfach mit ein bisschen Acrylfarbe und einem feinen Pinsel so Gesichter drauf malen. Und das macht ihr dann mit allen. Und ja, so sehen meine Kastanienkürbisse jetzt aus. Ich habe hier so drei verschiedene Gesichter gemacht. Also ihr könnt die Gesichter wirklich machen, wie ihr wollt. Und ja, die sind auf jeden Fall eine sehr schöne Halloween-Deko. Ihr könntet die Kastanien auch weiß anmalen und dann so Gespenster draus machen. Wäre auch eine Idee. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.